Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Stone. Ich mag seine Lache, die hört sich immer so super fies an. Das ist so chill. So als wüsstest du nicht, was dich erwartet. So. Die Ruhe vor dem Sturm. Das Auto. Ist so eine Hotline. Ja, wenn du hier weiterhin so rumschreist, Magma, dann hören alle, was du vorhast. Homura-chan. Macht hier einen auf Naruto. Und sie läuft direkt in die Falle. Schlau. Ey, ich wünschte, das wäre in echt möglich. Ich glaube, das würde super Spaß machen. Guck, ach so, ich verstehe. Und sobald sie sie in die Falle gelockt haben, wird sie dann angegriffen, oder wie? Wie macht sie das auf den Schuhen? Also, das ist schon heftig. Ja, aber das ist gut, dass sie sie einfach weglockt. Das kannst du vergessen. Was haben Sie denn dann vor? Wollen Sie sie einfangen oder wie? Ah, was kommt jetzt?
Ach, das ist diese Sonic Bomb. Ja. Ach, deswegen auch die Brille. Cool. Kabum. Mikasenko. Oh ja. Okay, das mache ich besser nicht. Nein. Wasser und Elektrizität? Nein. Print Coco. Yes, geschafft! Damit kannst du ihn nicht aus der Fassung bringen, das ist ihm Wurst. Hätte sie vielleicht mit dem Lasso einfangen sollen. Wow. Tja. Ach, Mist. Die schöne Erfindung. Sehr gut aufgepasst. Ihre Hausaufgaben gemacht. Okay, ich verstehe. Ach nee, jetzt hat sie, jetzt weiß es. Oh. Oh nein, oh nein! Ach verdammt, ich wusste doch, dass irgendwas schief geht. Shit. Ja, aber wirklich. Wie sie hinterherläuft. Oh nein. Ich glaube, Senko hat für diesen Fall schon eine Erfindung, oder? Warte, warte, warte. Ist es das, was ich denke, was es ist? Oh. Ist das sowas wie so ein Schwarzlicht? Okay. Ach, der Tungsten, oder? Warte, ist das dieser Tungstenstein? Ach, ultraviolett. Aha. Ah, wusste ich. Schwarzlicht. Dieser Fuchs hat er das Ding in der weißen Voraussicht gebaut, dass die Trolle ankommt.
Okay. Wie sie so, ja, weißt du, ich kann sie ja auch einfach köpfen für dich. Das wäre ja leichter. Ja, also das hört sich leichter an, als es dann aber ist. Warte. Was ist in der Box drin? Sag mir nicht, in der Box ist das eigentliche Telefon drin. Und in der Box ist gar nicht das, was ist irgendwas anderes drin. Ach so! Ich habe gar nicht gewusst, dass die zwei von den Senkophones gebaut haben. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie sie sich da einmummelt. Oh nee, sie hat's rausgefunden, oder? Sie hat's gemerkt. Ah, hier, klick, 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 klick. Okay. Schreibt ihm eine Textnachricht. Wie sie sie in die Falle locken. Das will sie bestimmt kaputt machen, oder? Und das ist der Moment, in dem sie sich schnappen, oder? Sie kann sich von Baum zu Baum schwingen, aber sie kann in dem Moment keinen Salto machen? Schlau, schlau. Und jetzt bitte einfach verpacken und verschnüren wie ein Paket, ja, sonst entwischt sie wieder.
Das mag ich in ihm, dass er immer vorausdenkt. Er ist immer 20 Schritte weiter. Ja, sie ist endlich schön verschnürt hier, ja. Oh Gott, aber jetzt müssen Sie hier psch, leise sein. Ja. Das wäre schlecht. Oh. 35? Ah, okay. 33. Okay. Aber ich glaube nicht, dass er die wiederbelebt. Denn bis jetzt ist sein Reich stark genug und er hat keine wirklichen Feinde. Oh, das ist nicht gut. Wenn er das macht, dann hört Tsukasa das garantiert, das Geräusch. Das ist eine Falle. Mach's nicht, mach's nicht. Oh. War das jetzt Zufall oder kennt er die Person? Ich verstehe, was er meint, ja. Das gegenseitige Zerstören und Umbringen muss ein Ende haben. Ich fand das witzig oder kurios, weil er regt sich über die Erwachsenen auf, die Krieg führen, aber er selber ist genauso aggressiv und würde nicht zögern, Krieg zu führen, ja. Aber man kann auch nicht sagen, dass er der Böse ist, weil auf, so wie er aufgewachsen ist, ist es natürlich klar, dass er Erwachsene hasst. Ja? Also das ist sehr schwierig in der Serie zu sagen, wer böse ist, wer schwarz ist und wer weiß. Das ist eigentlich sind alle Leute in dieser Serie mehr grau. Dussel. Ach ja, ich erinnere mich. Aber das bringt nichts mehr, weil er ja, weil er weiß, dass Senko im Leben ist. Und selbst wenn, ich glaube, da hat er bestimmt Tierknochen versteckt, ne? Weil er weiß, dass Tsukasas Leute sicherlich nicht in Menschenknochen und in Tierknochen unterscheiden können. Oh nein! Na toll! Oh, Magma, du Idiot! Nein! Das darf doch wohl nicht wahr sein, oder?
Wenn die Mission scheitert, dann liegt es an Magma. Ich finde es ja witzig, dass die in der Steinzeit so bunte Kleider tragen. Vor allem pink und gelb, also. Ah, die haben es vergraben, ja. Okay. Wow. Jetzt kommt der Moment. Jetzt schreit er bestimmt gleich in den Hörer rein, oder? Bestimmt. Ja, natürlich. Guck dir seine Augen an, es geht auch nicht an ihm spurlos vorbei. Oh, das ist total emotional. Das wäre eigentlich sowas, was ich mir als Intro vorstellen könnte, aber diesmal ist es umgekehrt, ja. Also das mag ich sehr in der Serie, wenn man sieht, wie sie gemeinsam zusammenarbeiten, ja. Weil man auch nicht weiß, was es hat, er sich jetzt wieder ausgedacht, ja. Wie ich schon sage, in jeder Folge kommt was Neues. Der Mann ist eine lebende Wundertüte. Das ist genial. Was kommt heute für ein Schlussbild? Oh, Staub. Okay. Call from the dead. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr habt, dann gebt mir ein Like oder subscribt mir folgen. Und danke fürs Zusehen. Bye, bye.